Mareike, es tut mir leid, verabschieden Sie sich von Ihren Freunden. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video hier von mir. Ich weiß nicht ganz genau, was das für ein Video wird. Vielleicht wird es gar nicht so schlimm, wie ich gerade denke, wie es vielleicht werden könnte. Ich habe eine Haarveränderung vor und ich habe keine Lust zum Friseur zu gehen. Das hat aber zwei Gründe. Also ihr wisst ja, ich war ganz, ganz lange bei Haarmacher und bei der lieben Nancy. Die konnte aber leider aus verschiedenen Gründen nicht mehr arbeiten, weswegen ich dann den Friseur auch gewechselt habe, weil das war einfach so mein Girl und irgendwie, ich weiß nicht, als sie dann weg war, war es für mich auch irgendwie klar, dass ich nicht mehr dahin gehe. Gar nicht, weil ich kannte halt die anderen einfach nicht. Ich weiß auch nicht, es hat sich einfach so ergeben. Dann habe ich ja den Friseur gewechselt und dort ist jetzt die Friseurin, bei der ich immer war, auch in Mutterschaftsurlaub so mäßig. Und ich kann, also klar könnte ich dann da auch hingehen, aber ich muss sagen, bei der habe ich mich halt am wohlsten gefühlt. Und ich habe mir halt gestern ein bisschen den Spliss rausgeschnitten. Kennt ihr diese Methode? Immer die Haare so drehen und den Spliss wegschneiden. Das mache ich halt voll oft, weil ich glaube, Friseure nehmen sich dafür halt nicht so Zeit. Außer Nancy damals. Die hat einfach mit mir 5 Stunden lang oder so meinen Spliss aus den Haaren rausgeschnitten. Das war einfach so nett. Ich werde mir jetzt eine Haarkur reinmachen. Einfach mal so eine kleine Haarpflegeroutine. Dann werden wir danach eh den Ursprung, weil meine Haare sind voller Trockenshampoo, voller Haarspray. Kein Wunder, dass die hier so spröde und so aussehen. Ich will die frisch waschen, glätten und dann schauen wir mal, was das, also wie die Mut meiner Haare ist. Und das ist ja, also ich hatte meinen letzten Haarschnitt vor 3 Jahren oder so. Ich muss mich ja eigentlich überhaupt nicht wundern, aber für mich war ja immer nur dieses Hauptsache, sie werden lang, Hauptsache, sie werden lang. Dann hatte ich Tapes drin, da hat man die Spitzen ein bisschen ausgedünnt, weswegen ich auch hier teilweise so eine Katze drin habe. Lasst euch nicht die Haare ausdünnen. Tut es einfach nicht. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach Öl in die Haare, auch wenn vielleicht manche Leute sagen, das bringt nichts. Ich habe ja zum Beispiel auch diese Pomelo-Masken und so, die finde ich auch ganz gut. Ist aber theoretisch auch nichts anderes als Öl. Also ich variiere da immer so, mal nehme ich Pomelo, mal nicht, weil Pomelo ja schon etwas teurer ist. Für mich tut es Öl. Ich weiß nicht, viele sagen ja, Öl bringt überhaupt nichts. Ich kann das aber so nicht unterschreiben. Also ich habe mit Öl, also als meine Haare in der gesündesten Phase meines Lebens waren, habe ich sie immer mit Kokosöl behandelt. Und zum Beispiel habe ich jetzt zurzeit auch voll die schuppige Kopfhaut. Und da hilft mir das Öl auch extremst dagegen. Ich möchte nicht mehr diese YOLO-Haarfrau sein, sondern die mit den Slay-Haaren. Aber ich brauche einfach eine gute Friseurempfehlung. Also, falls du ein Friseur bist und aus Berlin kommst, bitte schreib mir mal auf meine Business-Mail. Und falls ihr gute Berliner Friseure kennt und Erfahrungen habt oder auch schlechte Erfahrungen habt und so, schreibt es mal bitte in die Kommentare, weil ich glaube, das könnte sehr, sehr hilfreich werden für viele. Also ich weiß, dass es vielen Leuten so geht wie mir, die irgendwie sich nicht so ganz, weil, keine Ahnung, ich kenne dieses Gefühl, beim Friseur zu sein und sich irgendwie nicht so 100% ernst genommen oder 100% wohl zu fühlen. Und das, ich suche halt jetzt einen Friseur, der mir die guten Erlebnisse, die ich damals hatte, wieder bescheren kann. Aber nein, ich habe immer das Glück, dass meine Friseurinnen ihren Job verlassen. Sehr gut. Das liegt bestimmt an mir. Ja, so, also richtig, richtig viel Öl mache ich immer rein. Das ist einfach irgendwie so, dass die so richtig drin getränkt sind. Mir gibt es einfach ein gutes Gefühl. Dann werde ich sie so in 1-2 Stunden waschen. Manchmal lasse ich das auch über Nacht einwirken, aber ich habe heute keinen Bock, so lange zu warten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, es gibt ein Update. Mein Öl wirkt immer noch ein, Schubi muss gleich Gassi, aber ich muss kurz mein Update machen. Also, ich habe mir gerade ein paar Tutorials angeschaut vom Spitzenschneiden, weil ich ja, wie gesagt, ab und zu mir den Spliss versucht zu entfernen. Da hat aber gerade zum Beispiel eine Frau gesagt, macht es nicht zu oft, beziehungsweise macht es sehr gezielt, weil eine Taktik, auch wenn es jetzt echt mit den öligen Haaren nicht so gut zu zeigen ist, ist ja immer so eine Strähne zu nehmen, die so mega eng auf Spannung einzudrehen und dann zu schneiden. Aber wenn man das natürlich oft macht, also alles, was man abschneidet, auch hier oben, macht natürlich eine kurze Strähne. Und mich regt es ja auf, dass hier teilweise so viele kurze Haare dazwischen sind. Was halt eigentlich eher daran liegt, dass mir sie wegen den Tails ausgedünnt wurden und halt natürlich auch in der Vergangenheit wegen dem Blondieren es abgebrochen ist. Aber anhand meiner Strähnen, die irgendwie vor einem Dreivierteljahr noch so kurz waren, sieht man ja, dass meine Haare wachsen und so. Deswegen, ich glaube, dass die gerade nicht mehr abbrechen, sondern eben, dass noch die Reste sind aus dem Ausdünnen. Trotzdem habe ich ja natürlich unten Spliss, also natürlich hauptsächlich auch hier in den Haaren oder auch in, also immer am Ende der Haare, so wie halt jeder Brau, wie Spliss aussieht, wisst ihr alle. Und da hat eine in die Kommentare geschrieben, dass es aber auch mega wichtig ist zu erwähnen, dass man eine Friseurschere braucht. Also ich habe so eine zu Hause, aber ich muss jetzt mal ganz ehrlich zu euch sein. Wenn ich mir eine normale Schere nicht finde, schneide ich damit auch meine Pakete auf.
Und das macht eine Schere natürlich stumpf. Und bevor ich mich jetzt, also ich habe gestern schon mit der Haare meine Spitzen geschnitten, aber wenn ich jetzt sie mir richtig schneiden will, und mit richtig meine ich, vielleicht schneide ich mir echt so ein Stück ab oder so, wer weiß, dann sollte ich doch eine gute Schere haben. Deswegen habe ich mir jetzt eine bestellt, die sogar morgen ankommt. Kann ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Ich will aber einfach auf Nummer sicher gehen. Die werde ich dann noch mit irgendeinem farbigen Klebeband oder so umkleben, dass ich die wirklich nur für die Haare benutze. Weil ich habe auch für Schubi Fellschneidescheren. Aber ich schneide damit auch manchmal so seinen Kacki-Arsch und irgendwie will ich nicht... Also das sind Schubis Scheren. Schubis Scheren, da habe ich verschiedene, so Effilierscheren und keine Ahnung. Ich will jetzt einfach eine eigene Haarschneidschere, die auch, also die hat jetzt, glaube ich, 25 Euro oder so gekostet. Ist jetzt nicht mega, mega teuer, aber es war schon eine teurere dafür, dass es nur eine einzelne Schere war. Sonst habe ich da so Sets gefunden, da ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall mache ich deswegen nicht heute den ganzen Bums, sondern morgen. Aber ich werde sie mir heute trotzdem schon mal waschen und so. Dann könnt ihr auch sehen, wie schön meine Haare nach dem Öl, nach der Ölbehandlung glänzen. Ja, der Hund muss jetzt Gassi, ihr hört ihn ja wahrscheinlich hinten ein bisschen quengeln. Ist vielleicht auch ganz gut, mal eine Nacht drüber zu schlafen, ob ich mir echt selber, ich glaube, so ein Stück würde ich mir abschneiden. Weil was bringt es mir, es nicht abzuschneiden? Ich habe schon mal gesagt, boah, ich überlege, mein Haar ein bisschen kürzer zu machen. Dann haben alle geschrieben, hä, aber du bist doch gerade so froh, dass die wachsen. Ja, aber wenn sie halt unten so trocken sind und immer wieder aufsplissen, bringt es mir ja nichts. Und ich will ein gutes Vorbild sein, Leute. Und ich will auch einfach gesunde Haare haben. Und, was bringt es mir, dass ich sie gerade so gesund züchte und sie so lang werden und voll hier oben sind sie ja wirklich wieder Jockgesell. Was bringt es mir dann aber, dass meine Haare unten dann wieder wegsplissen? Wisst ihr, was ich meine? Also deswegen einfach mal den ganzen Spliss entfernen. Klar, den ganzen Spliss wird man nicht hinkriegen, aber so gut wie mit dieser Methode, mit dem Drehen oder was ich zum Beispiel auch für eine Methode gestern gemacht habe. Ist auch schwer zu zeigen, aber ich habe so eine Strähne genommen, ein bisschen dünner vielleicht so und habe die dann so über meinen Finger gebogen und alles, was abgestanden ist, so weggeschnitten. Natürlich habe ich geguckt, ob das splissig und trocken ist oder nicht. Und auch nicht von ganz oben. Also ich habe das hier unten bei den Haaren gemacht, weil oben, ich will den Schubi, ja, wir gehen doch jetzt. Genau, jetzt sehe ich hier schon wieder ganz viele trockene Spitzen. Also ich habe wirklich trockene Spitzen, deswegen müssten echt ein bisschen was ab. Ich weiß nicht, wie weit ich mich überall traue. Man wird es doch zum Friseur gehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wisst ihr, ihr seid hier auf dem Kanal Sunny Loops. Ein Kanal, den man nicht in irgendeine Schublade pressen kann und wo man teilweise nicht mal selber als Sunny Loops, während man ein Video dreht, weiß, was man für ein Video hier gerade dreht. Also ich weiß nicht, was das Endresultat dieses Videos sein wird, ob ich mir meine Haare schneiden werde oder nicht, aber es sind wenigstens ein paar Tipps vielleicht, die ich euch mit auf den Weg geben kann. Ich kann euch nachher auch nochmal meine Haarkasseln zeigen, bei denen ich, glaube ich, 80% meines Haarwachstums zu verdanken habe. Auch keine bezahlte Werbung, ich bin irgendwie mal durch Zufall auf die aufmerksam geworden. Shampoos und so habe ich euch ja letztens schon empfohlen. Und okay, Leute, ich musste gerade ein anderes Mikrofon nehmen, weil irgendwie mein Mikrofon im Arsch ist. Es regt mich extrem auf. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt genauso gut. Das ist sozusagen mein altes Mikrofon, was ich davor hatte. Wir werden jetzt meine Haare schneiden. Ich habe mega Angst, weil irgendwie, wenn ich sie mir so angucke, mag ich sie voll. Aber ich meine halt zum Beispiel hier diese Fransen. Ich will so ein bisschen mehr Dings. Aber zuallererst werde ich jetzt meine Spitzen schneiden und ich werde euch jetzt nochmal diese zwei Taktiken zeigen, die ich euch gezeigt habe. Ich habe jetzt meine Haare relativ gut durchgekämmt. Ich mache dann zum Beispiel, nehme ich mir jetzt hier diese Strähne. Ich habe ja wirklich extrem viele Haare. Das hier würde ich jetzt auch schon wieder so in mehr Sachen einteilen. Aber ich gehe dann hier zum Beispiel auf diese Strähne. Vielleicht mache ich mir noch Licht von der anderen Seite. Schön viel Licht. Gehe dann auch immer so durch, teile so die Strähnen durch. Wartet mal. Und schau schon mal hier, was ich so finde. Und hier sieht man einfach, das ist einfach alles trocken. Und ich würde jetzt schon am liebsten einfach... Oh Gott, ich habe fast für den Witz meine Haare echt geschnitten. Aber um nur den Spliss zu schneiden, habe ich jetzt zum Beispiel hier einen Spliss. Habe hier meine jetzt neue Schere. Ne, das ist nicht der Spliss gewesen. Shit. Und schneide einfach mal, genau, hier ist ein Spliss und hier... Mann, ich wollte euch die Methode zeigen. Also, eine Strähne, mit der ich das gut machen kann, ist jetzt zum Beispiel diese hier. Und was ich euch für einen Tipp geben kann, immer so ein Auge zu, dann könnt ihr das viel besser fokussieren. Und dann schaut ihr einfach bei den Haaren, die hier so hoch stehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht. Hier stehen ja immer so ein paar Haare hoch. Schaut ihr einfach, welche Haare davon Spliss haben und welche nicht. Ihr könnt theoretisch auch so da lang gehen und einfach so schneiden. Und das könntet ihr jetzt theoretisch am ganzen Kopf machen, auch wenn es wirklich einige Zeit dauern wird. Aber dann könnt ihr euch überhaupt sicher sein. Das hier ist jetzt die zweite Methode. Ihr nehmt sozusagen einfach die Strähne und biegt die so und schaut dann auch immer, was hoch ist. Also ich komme jetzt natürlich nicht da oben ran, weil so weit geht mein Auge nicht hoch, aber hier sehe ich schon mal ganz viele Spliss. Man neigt halt dazu, zu viel zu schneiden, finde ich, weil es einfach voll Spaß macht. Aber ich muss sagen, ey, früher hätte ich
hier gefühlt jedes Haar hätte einen Spliss gehabt. Und mittlerweile muss ich echt immer so danach gucken, was auf jeden Fall schon ein saugutes Zeichen ist. Okay, Leute, es ist jetzt wirklich bestimmt 1,5 Stunden vergangen oder so. Ich habe mir jetzt versucht, so gut wie es geht, meinen Spliss rauszuschneiden. Es ist aber halt wirklich so gut wie möglich, alles zu treffen. Ich kämme jetzt nochmal meine Haare durch. Ich habe mir jetzt super viele Videos angeschaut. Ich bin ja auch absolut kein Friseur und kein Profi und so. Ich habe mir super viele Videos angeschaut, wie Leute das machen. Ich will ja mir jetzt auch keinen Kurzhaarschnitt machen, ne? Ich würde nur gerne hier unten einfach so ein bisschen Klarheit reinbringen. Ich habe mir hier auch einen Spiegel besorgt, den ich jetzt hier vor mich stellen werde, der hoffentlich gerade... Oh, der ist nicht gerade. Das ist dumm. Er ist schief. Ich hole einen anderen Spiegel. Der ist zwar kleiner, aber macht auch seine Dienste. Ihr seht hier dieses Geflüdele. Einfach ein bisschen kürzen, dann bin ich auch schon zufrieden. Hier in den Stufen mache ich, glaube ich, nichts. Da habe ich ja jetzt versucht, mir den Spliss rauszuschneiden. Ich will ja, dass die... Das sind ja alles die Haare, die mir weggebrochen sind. Und die sind ja auch super, super lang geworden. Also diese Haare waren mal so kurz. Meine Haare sind auch eigentlich auf einem relativ gesunden Zustand. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Video gesehen, da hat eine Frau so gemacht, alle Haare hier so rein und dann so mit Zopfgummis runter und hat einfach hier das so abgeschnitten. Könnte ich machen. Oder ich weiß, dass ich mir früher auch voll auf die Spitzen selber geschnitten habe und ich habe das halt immer einfach so gemacht. Also ich habe dann jetzt einfach hier reingeschnitten. Im Endeffekt ist es mir eh ein bisschen egal, wie es von hinten aussieht, weil ich will einfach nur, dass es von vorne gut aussieht. Diesen ganzen trockenen Haufen schneide ich jetzt einfach weg. Das sind jetzt erstmal so viele Haare. Lieber erstmal weniger als zu viel. Oh, ich hab's einfach getan. Oh, es fühlt sich schon viel besser an. Okay. Ich mach's jetzt erstmal so, weil es ist jetzt schon ein Ticken kürzer. Und guck mal, wie das dann aussieht. Vielleicht reicht mir das ja schon. Gerade runter am Finger. Ich schneide es jetzt einfach ab, komm. Adieu, mon ami. Oh, es fühlt sich aber viel besser an. Oh, ich bin voll glücklich. Oh, so voll. Genau das wollte ich. Vielleicht mache ich es noch kürzer, aber ich guck mal, Leute. Das sieht schon viel besser aus. Ich sehe schon, komm, am Ende des Videos habe ich hier einen Bob. Ich versuche halt, das habt ihr ja gerade gesehen, dann so gerade mit dem Finger runterzugehen und dann das sozusagen als Lineal zu benutzen. Hammer. Oh. Oh, das ist so ein geiles Gefühl. Das kann wirklich süchtig machen. Okay, es ist immer noch ein bisschen länger, glaube ich. Aber es sieht definitiv schon 1000-mal besser aus. Und eigentlich würde ich auch gerne einfach nur fürs Gefühl so ein ganz bisschen hier die Spitzen schneiden. Aber ich glaube, ich lasse sie lieber weiter wachsen. Das hat mein Friseur halt immer gesagt, dass die das eigentlich hier nicht brauchen. Die sehen halt ein bisschen ausgefranst aus, aber sie sind halt nicht splissig. Deswegen habe ich ja vorher diesen Splissschnitt gemacht. Ich sehe jetzt hier wirklich gerade kein einziges Spliss. Oh, doch hier. Das geht so aber nicht. Mareike, es tut mir leid. Verabschieden Sie sich von Ihren Freunden. Oh nein, ich habe Marie aus Versehen mit abgeschnitten. Egal. So, ich kann es euch ja mal kurz von hinten zeigen. Vielleicht sieht man da einen starken Fail. Aber ich denke, von hinten würde man gar nicht sehen, dass ich was geschnitten habe. Soll ich noch weiter schneiden? Weil eigentlich will ich sie ja lang lassen. Und es ging mir ja nur darum, dass sie unten nicht mehr so fransig aussehen. Deswegen glaube ich, lasse ich es erstmal so. Ich fühle mich auf jeden Fall schon fresher. Also auch in den Längen fühlen sich meine Haare besser an, weil diese ganzen trockenen Stellen, die ich halt weggeschnitten habe, weg sind. Und ich finde, meine Haare sehen direkt irgendwie viel voller aus. Leute, ich wollte euch nochmal ganz kurz hier im Gestylten meine Haare zeigen, weil ich glaube einfach, dass es... Meine Haare waren ja so voll frizzy vom, von der Hitze hier und so, dass es nicht gut rüberkam. Also ich glaube, man sieht jetzt auch, dass sie ein bisschen ab sind. Also die waren schon so lang. Aber eben nur diese Fiddle-Teile. Und man sieht, wie sie glänzen. Ich glaube, man sieht einfach, wie gesund meine Haare werden. Und ich bin einfach so mega happy, dass ich das gemacht habe. Das wollte ich eigentlich nur nochmal sagen. Und ja, also ich drehe das jetzt gerade nach, weil ich Angst habe, dass die Vorsequenzen das nicht gut rüberbringen, weil meine Haare einfach von der Struktur anders sind als gewöhnliche Haare. Die Welt geht gerade draußen unter. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!